Dürfen wir stören? Hier entlang. Du bist es. Eigentlich wollte ich ja nicht, dass du das hier siehst. Tut mir leid, wenn wir stören. Ich wollte bloß... Nein, nein, ist schon gut. Der Anblick ist nur... nicht besonders ermutigend. Ich weiß, dass du bereits alles tust, um ihre Seelen zurückzubringen. Deshalb wollte ich nicht, dass du dich noch mehr unter Druck setzt. Vielleicht ist es besser, wenn du ihren Zustand mit eigenen Augen siehst. Sie sind so kalt und steif. Wie Wachsfiguren sehen sie aus. Ich wollte, ich hätte bessere Nachrichten. Aber sie sind dem Tod nur näher als dem Leben. Vor kurzem noch den Umständen entsprechend gut. Abgesehen von ein paar Ätherschwankungen hätte man meinen können, sie schliefen nur. Doch dann verschlechterte sich ihr Zustand plötzlich. Ich habe sofort Matoya um Rat gefragt, aber sie hatte auch keine Antwort. Die Seele gibt uns noch immer die größten Rätsel auf, meinte sie. Niemand kann absehen, was an der Grenze zwischen Leben und Tod mit ihr passiert. Aber wenn wir hier Trübsal blasen, hilft Ihnen das auch nicht weiter. Lasst uns auch in dieser dunklen Stunde die Zuversicht bewahren. Tankreds Äther konnte ich gerade wieder stabilisieren. Und ebenso werde ich auf die anderen Acht geben. Ihre Lebenskraft ist geschwächt, aber sie sind vorerst stabil. Wir können sie getrost einen Augenblick alleine lassen. Würdest du mir also draußen erzählen, was es Neues gibt? Thank you.
Entschuldigung, dass wir euch haben warten lassen. Wir haben uns einen Überblick über die Lage in Norvrand verschafft und es stimmt tatsächlich. Es sind überall Ashians aufgetaucht. Allerdings tragen sie schwarze Masken, nicht rote. Niedrige Ashians, die Handlanger der Rotmaskierten. Genau. Sie nutzen aus, dass sich die Dinge nach dem Ende der Lichtbringer noch nicht stabilisiert haben und sehen überall Zwietracht zwischen den Leuten. Noch halten sich die Auseinandersetzungen aber in Grenzen. Wir konnten auch beobachten, wie die neu berufenen Krieger des Lichts eifrig heraneilten, um Frieden zu stiften. Tja, unter anderen Umständen würde ich ihren selbstlosen Einsatz loben und sie bestärken. Ja, es ist wirklich zu dumm, dass Illidibus hinter diesen Machenschaften steht. Er will die Krieger des Lichts als Helden dastehen lassen. Aber so leicht sollten wir es ihm nicht machen. Ich würde sagen, wir spüren seine maskierten Handlanger auf und setzen seinem Spiel ein Ende. Das klingt nach einem guten Plan. Übrigens, hast du Neuigkeiten, wie es um unsere Körper bestellt ist? Stabil. Immerhin. Aber du hast recht, es ist trotzdem Eile geboten. Dann ist es umso wichtiger, dass wir hier alles tun, was wir können. Gibt es Neues zur Forschung an den Wesenskristallen? Wir machen fortschreitende Fortschritte. Am besten überzeugt ihr euch selbst. Einen Moment bitte. Rote Kristalle? Dann ist es euch also tatsächlich gelungen? Gestattet mir, alles der Reihe nach zu erklären. Ihr wisst ja, dass wir ein neuartiges Seelengefäß auf Basis eines weißen Auraziten entwickeln konnten. Darin lassen sich Seelen unbeschadet transportieren. Sofern man sie zuvor mit der hilfreichen Hilfe von Alizés Familiar vorbereitet hat. Leider ist das dazugehörige Gedächtnis nicht automatisch Teil der Seele. Eine verbindende Verbindungstechnik ist erforderlich. Richtig.
Und die allergische Methode der Gedächtnisübertragung, die einzige, die wir kennen, ist an mein Blut gebunden. Fehlt dieser Katalysator, lässt sich das Gedächtnis nicht in den Wesenskristall transferieren. Alle Versuche, die Technik nachzuahmen oder zu modifizieren, waren vergeblich. Deshalb beschlossen wir, mein Blut in kristallisierter Form mit dem Gefäß zu verschmelzen. Das sollte die Affinität ausreichend steigern. Dein Blut? Ich weiß, du willst nur das Beste für uns. Aber das geht zu weit. Denk nicht, dass uns entgangen ist, wie sich dein Arm verändert hat. Mein Arm? Ein kleiner Preis verglichen mit meinem Leben, meinst du nicht? Und mit euren. Uns bleibt nur zu hoffen, dass der vollauf vollständige Transfer auch glückt. Wir werden nun versuchen, das Gefäß für die Übertragung vorzubereiten. Wenn ich euch bitten dürfte, uns in dieser kritischen Phase allein zu lassen. Langweilig wird uns ohnehin nicht werden. Es gibt da ein paar Ashians, um die wir uns kümmern sollten. Übrigens, darf ich fragen, warum ihr 6 Kristalle vorbereitet habt? Das wäre doch einer zu viel. Einer dient Versuchszwecken. Ich werde ihn verwenden, um zu testen, ob die Aufbereitung erfolgreich war. Das hieße ja, dass auch du in die Ursprungswelt zurückkehren kannst. Ich könnte meine Seele mitsamt meiner Erinnerung dorthin transferieren, das stimmt. Allerdings wartet in meinem Fall eine weitere Hürde. Ihr kehrt in eure verlassenen Körper zurück. Doch dieser Körper hier ist der meine, der echte, kein geisterhaftes Abbild. Ich kann nur hoffen, dass sich die beiden Seelen zu einer vereinigen lassen. Und das willst du wirklich riskieren? Ja, das will ich. Verstehe.